Heute für euch 5 außergewöhnliche Menschen, welche so wirklich existieren. Rolf Buchholz ist der weltweit meistgepierste Mann. Mit über 443 Metallteilchen, welche seinen Körper durchbohren und unzählig weitere Tattoos und Body Modifications, ist er ein regelrechtes Unikat. Mittlerweile reist er an die verschiedensten Messen und Veranstaltungen und präsentiert sich als Gesamtkunstwerk. Im letzten Jahr wurde jedoch Buchholz die Einreise nach Dubai ohne irgendwelcher Begründung verweigert. Man geht jedoch stark davon aus, dass es etwas mit seinem Aussehen zu tun hat, welches in einem relativ konservativen Land nicht so wirklich willkommen ist. Jasmina Rossi. Groß, schlank, glatte Haut, weiße, lange Haare. 1955 wurde Jasmina Rossi in Frankreich geboren. Ihre Jugend verbrachte sie auf Korsika und fing mit Ende 20 ihre Modelkarriere an. Ihren Durchbruch hatte sie als Gesicht für Yves Saint Laurent. Es folgten Aufträge bei Hermes und Jill Sander. Auch mit fortgeschrittenem Alter hat Jasmina nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. So verschlägt es sie mit 45 Jahren nach New York. Während andere Models schon längst ihre Rente genießen, liebt Jasmina es immer noch, für den Fotografen zu posieren. Annetta Flotzig. Annetta Flotzig startete ihre Karriere bereits im Alter von 16 Jahren als Powerlifterin. Sie gewann mehrmals polnische Meisterschaften und wurde im Jahr 2000 Europameister. Als erster polnischer Athlet hat sie die Barriere von 500 Kilogramm im Powerlifting gebrochen. Amu Haji. Der 80-jährige Mann, welcher im Süden des Irans lebt, ist angeblich der dreckigste Mann der Welt. Die Rede ist von Uman Haji. Haji glaubt, dass Sauberkeit ihn krank mache. Sein Lieblingsessen? Das verdorbene Fleisch toter Stachelschweine. Tabak? Den raucht er nicht so gern. Lieber Tierkot. Und seit 60 Jahren hat er sich nicht mehr gewaschen. Lu Hao. Als Lu Hao in Dachang, in der südchinesischen Provinz Guangdong, geboren wurde, wog er 2600 Gramm. Doch 3 Monate nach seiner Geburt fing der Junge an, riesigen Appetit zu entwickeln und legte immens an Größe und Gewicht zu. Heute wiegt der Dreijährige 60 Kilogramm. Sein Appetit ist so groß, dass er bis zu 3 Schüsseln Reis als Mahlzeit zu sich nimmt. Das ist viel mehr als seine Mutter und ich schaffen, sagte Hausvater Lu Xiongsheng. Bei einem Intelligenztest im Kindergarten stellt sich heraus, dass Hao weit klüger ist als die anderen Kinder in seinem Alter. Sein IQ entspricht dem eines 6-Jährigen. Obwohl der Junge fast 5-mal so groß und kräftig ist wie seine Mitschüler, benimmt Hao sich im Kindergarten und hat viele Freunde. Welche Geschichte dieser 5 Menschen fandest du am interessantesten? Schreib es uns doch gerne in die Kommentare und lass uns wissen, ob wir einen weiteren Teil produzieren sollen. Hier findest du noch ein weiteres Video von uns, welches dir gefallen könnte. Folge uns auch noch auf Instagram für weitere tägliche Fakten und ansonsten bis zum nächsten Mal.